Energy Voices. Das ist die Podcast-Serie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der zweiten von drei Spezialfolgen zum Wahljahr. Wir reden mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern über Energiepolitik, Versorgungssicherheit und den zukünftigen Strommix der Schweiz. Gäste sind Aline Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern, und Susanne Vinzenz Stauffacher, Nationalrätin der FDP aus St. Gallen. Die beiden sind Gäste bei der Karin Frey. Der Fokus in diesem Gespräch. Das mal mehr Erneuerbare sagen beide. Wie aber umgehen mit den Hürden? Bevor wir ins Gespräch eintauchen, zuerst für beide zusammen drei schnelle Einstiegsfragen mit der Bitte um sehr kurze Antworten. Aline Trede von den Grünen. Mehr Strom sparen oder mehr Strom produzieren? Mehr Strom sparen. Landschaftsschutz oder schneller Ausbau von Solarparks? Beides. AKWs, Doppelpunkt. Klimaschützer oder tickende Zeitbombe? Tickende Zeitbombe. Merci vielmals. Susanne Vinzenz Stauffacher von der FDP. Lieber ein Windrad im Garten oder ein AKW um den Ecken? Beides. Strom im Ausland kaufen oder im Inland produzieren? Beides. Solarpanels auf dem Dach oder auf den Alpen? Beides. Herzlichen Dank. Wir starten mit Ihnen. Susanne Vinzenz, Sie sind im Nationalrat in der UREC, der Energiekommission. Wo unterscheidet sich die Position der FDP am stärksten von der der Grünen, wenn es um energiepolitische Fragestellungen geht? Da ist auf einen Nenner gebracht so, dass wir gerne mit Anreiz arbeiten und nicht mit Verbot. Ich glaube, das ist der grösste Unterschied zu der Position der Grünen. Einverstanden? Ja, jetzt haben wir gesagt, dass es gerade sehr spezifisch, auch wenn ich die Fragen vorher die Antwort angehört habe, dass es eher bei Atomkraft ist. Weil ich weiss nicht, wenn wir das letzte Verbot wirklich gefordert haben, aber es haltet sich, dass wir immer Verbot wollen. Aline Trede, die FDP hat ja Parolen zum Klimaschutzgesetz gefasst. Das Gesetz, wo wir am 18. Juni darüber reden. Die FDP teilt also mit den Grünen das Ziel von netto null klimaschädlichen Emissionen im Jahr 2050. Jetzt hat es ja vor ein paar Jahren geheissen, der Komiker Michael Elsner hat das mal gesagt, FDP, das heisst «Fuck the planet». Ist das jetzt alles anders geworden? Ich glaube, wir sehen schon länger, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also wir haben schon beim CO2-Gesetz sehr eng zusammengearbeitet. Also das, was nachher von der Bevölkerung ist abgelehnt wurde im 21. die CO2-Gesetzrevision, denn dort sind wir beide auf der Ja-Seite gewesen. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so gross. Es ist klar, dass wir beide die gleichen Ziele haben. Wir wissen auch, dass wir eben Erneuerbare müssen ausbauen. Wir haben eine Veränderung jetzt mit der neuen Situation und mit dem Krieg, mit der Gasabhängigkeit. Hat sehr viel ins Rollen gebracht. Und ich glaube, das Einzige, was wir noch schauen müssen, ist, wie kommen wir zusammen dorthin und was ist genau der Weg? Wie schwierig ist das eigentlich? Man schiebt ja der FDP immer so ein bisschen den Grünwäscher, den Greenwasher unter. Ja, das gehört ein bisschen zum politischen Spiel, denke ich auch. Ich persönlich kann für mich sagen, ich komme aus dem St. Gallischen. Wir haben seit 30 Jahren die Sektion Umweltfreisinnige. Für uns ist das gerne nichts Neues. Und ich habe jeweils so, wenn man von dem grünen Mänteli geredet hat, habe ich gesagt, ja, das grüne Mänteli habe ich schon lange im Kasten und nehme es auch immer wieder für, trage es sehr gerne. Wenn es passt. Nicht nur, wenn es passt, sondern das ist eigentlich, das tut sich wie ein roter Faden durchziehen. Und dass man das jetzt ein bisschen stärker betont hat, zu der einen Zeit und zu der anderen Zeit weniger, auch das ist halt Themenkonjunktur, je nachdem. Aber mit dem gehe ich relativ gelassen um. Sie haben es vorhin herangetönt, Frau Trede, ein Spaltbild, das sind, um bei den Wort bleiben, die AKWs. Europa hat ja den Atomstrom für grün erklärt, weil er kein CO2 produziert. Wie ist das eigentlich in Ihrer Partei? Gibt es da verschiedene Lager? Gibt es so eine Art Kernspaltung? Und wenn ja, in welchem Lager sind Sie? Nein, bei uns ist die Diskussion, es ist ein Gründungsgrund gewesen von den Grünen, der Kampf gegen Atomkraft. Und es gibt da keine Diskussion. Also klar ist, dass es keine neuen soll geben und klar ist, dass man den Ausstieg wirklich jetzt muss machen aus dieser Atomkraft. Es ist natürlich jetzt die grosse Diskussion, ist der richtige Zeitpunkt? Aber das ist ja immer Diskussion gewesen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und es ist natürlich jetzt schwierig, wenn man in andere Länder schaut.
eben jetzt die Deutschen, die jetzt alle abstellen, aber dann Kohle rauffahren, dort denke ich, oh, hätte ich jetzt einen anderen Weg gewählt, einen pragmatischeren, und würde jetzt wie eher für die Verlängerung von diesen AKW, hätte ich mich eher ausgesprochen, als wirklich wieder Kohle und auf so fossile Kraftwerke wieder zu setzen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es wirklich nicht mehr verhebt. Also wenn man Frankreich anschaut, das letzte Jahr und wie viel das dort wirklich in Revision waren, finde ich einfach der Sicherheitsaspekt auch Energiesicherheit, Versorgungssicherheit, darf man nicht ganz außer Acht lassen bei diesem Thema. Jetzt haben Sie Deutschland und Frankreich erwähnt. Was ist der richtige Weg für die Schweiz aus Ihrer persönlichen Sicht? Für mich ist ganz klar, wir müssen raus aus der Atomkraft. Wir müssen auch ganz klare Abschaltdaten definieren. Ich glaube, das würde einfach helfen, auch für die Planungssicherheit. Und sonst, das sehen wir in ganz vielen auch anderen Gebieten, wenn wir keine Zeitspannungen haben oder klare Daten, dann passiert einfach nichts und dann werden wir plötzlich vor eine Situation geworfen, wo wir dann schnell reagieren müssen. Und dann ist es meistens schon ein bisschen zu spät. Aber solange sie sicher sind, nur laufen? Wir haben ganz klar jetzt gesagt, dass man wie 10 Jahre mehr würde geben als das, was eigentlich die Atomausstiegsinitiative wollte. Aber dass man dann wirklich aufhört. Und klar, wenn sie nicht sicher sind, dann muss man sie früher abstellen. Also. Frau Vinzenz, was ist für Sie der sinnvolle Umgang mit der Atomkraft? Der einzige limitierende Faktor für mich ist die Sicherheit. Also ich wende mich klar gegen ein definitives und dann auch Abschaltdatum, wo durch alle Bödentüren jetzt einfach muss verteidigt werden. Insbesondere auch, um eben die Erneuerbaren zu fördern. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam, aber ich sage, wir brauchen den Strom aus den Atomkraftwerken, um den Schnauf zu haben, wirklich die Ziele bei den Erneuerbaren zu erreichen. Wir sind im Rückstand dort. Und damit es nicht ein grosses Gap gibt und wir eben in eine Versorgungslücke nie fallen, wo dann wiederum könnte den Erneuerbaren zum Vorwurf gemacht werden, denke ich, brauchen wir das. Also wir brauchen einen guten Mix an verschiedensten Energiequellen und da gehören die Atomkraftwerke dazu, die bestehenden so lange laufen lassen, wie sie sicher können betrieben werden. Und wenn ich jetzt an die FDP denke, gleich so viel Technologieoffenheit, dass man sagt, neu auch je nachdem ermöglichen? Selbstverständlich. Also Technologieoffenheit, Technologieneutralität. Das haben wir in einer ganz intensiven Diskussion haben wir uns auf eine Position können verständigen innerhalb von der FDP, wo da ein breites Themenspektrum gerade in dieser Frage sicher hat. Und für uns ist klar, wir möchten Türen für neue Technologien. Und da ist jetzt Stichwort Kernfusion, nicht Kernspaltung, sondern Kernfusion. Die möchten wir selbstverständlich, die Tür möchten wir offen behalten. Also da ein ganz klarer Unterschied. Ja. Ja. Bon. Ökologische Anliegen und Landschaftsschutz. Oder wenn man jetzt sagt, gut, Atomkraft ist es nicht, jetzt auf der Seite der Grünen. Der Landschaftsschutz steht ja dann der Erneuerbaren je nachdem auch im Weg. Frau Tredi, als Umweltwissenschaftlerin, wo würden Sie nachgeben, wo tut es besonders weh, wenn Sie sagen, ja, es braucht halt gleich Infrastruktur und wo müssen Sie über Ihren Schatten springen? Also ich glaube, Diskussion über den Schatten springen, das mache ich etwa jeden Tag, mindestens einmal. Ich finde, die Diskussion ist so ein bisschen eben auf das, ja, ihr wollt alles verhindern. Jetzt, wo wir doch würden schon mal ausbauen, dann könnt ihr wieder verhindern. Und schade ist, also Susanne hat es vorher auch gesagt, auch mit dem erneuerbaren Ausbau, wir sind wirklich einfach hinten drin. Und so sind wir das mit ganz vielen Themen. Wir hätten so viele Chancen gehabt, die so viel billiger auch wären gewesen, wenn wir irgendwie vor 10 Jahren halt hätten irgendwie geschaut, wie können wir mehr Erneuerbare und eben weniger Fossile und weniger Abhängigkeit auch vom Ausland. Jetzt, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo wir auch sehr gut zusammengeschafft haben im Parlament. Wir haben dringliche Gesetze gemacht, dass man eben Wasserkraft ausbaut, dass man wirklich erneuerbare Energie ausbauen muss. Was ich einfach denke, ist, wo wir wirklich schauen müssen, ist mit dem Solar. Jetzt reden alle von den alpinen Solaranlagen und dort wird es eine Diskussion geben zwischen Biodiversität, Landschaftsschutz, Heimatschutz. Das ist eine grosse Diskussion. Und was ich nicht verstehe, ist,
warum gehen wir wieder in die Konfliktzone eigentlich, wenn wir ganz viele Orte hätten, wie Infrastrukturen, wie Dächer, wo einfach da sind, wo niemandem wehtun, die auch unsere Landschaft nicht würden beeinträchtigen und reden zuerst mal dort drüber, machen vorwärts und ich wäre mich nicht grundsätzlich gegen alpine Solaranlage überhaupt nicht. Aber wir müssen schauen, was ist unsere Auenlandschaft zum Beispiel wert? Was ist unsere intakte Natur wert? Und das hat eben auch einen Wert. Das ist nicht einfach so, dass man es nachher einfach kann lassen kann und nachher findet, ja, ja gut, dafür haben wir jetzt mehr Strom. Also Sie hätten bei der dritten Frage von der Frau Vinzenz gesagt, bei Solarpanels auf dem Dach oder auf den Alpen, lieber auf dem Dach, so höre ich das. Ja. Jetzt, ich meine, Frau Vinzenz, wenn man sich dann vorstellt, keine AKWs oder zumindest in näher Zukunft keine neuen, weil einfach Technologien noch nicht so weit sind. Gleichzeitig will man netto null. Da muss man sich ja schon vergegenwärtigen, dass ein paar Felswände mit Solarpanels zugepflastert sind. Es gibt ja so Visualisierungen, zum Beispiel bei «Dies und dies». Das kann einem dann durchaus verschrecken. Ja, das verstehe ich auch, dass einem das verschreckt. Und es gibt so Visualisierungen, die einem wirklich schuddern. Das ist definitiv so. Aber vielleicht gerne nochmal zurück auf die Einstiegsfragen, die Sie gestellt haben. Ich habe mich selber an mir gewundert, dass ich dreimal beides sage. Ich bin sonst sehr entscheidungsfreudig, aber ich habe sehr bewusst beides gesagt, weil das ist auch meine Haltung da, dass man eben sowohl als auch. Ich glaube eben nicht, dass man nur auf eine Schiene sollten und dürfen setzen, sondern dass man so breit wie möglich sind. Das auch im gleichen Thema rein. Sie haben jetzt so angesprochen. Also ich bin klar der Meinung, dass man im Unterland, Mittelland wirklich die geeigneten Flächen ausnutzen. Da hat es noch grosses Potenzial. Wo sehen Sie es? Also da sehe ich vor allem beispielsweise in der Landwirtschaft die Schüre-Dächer. Da gibt es noch so viele Dächer, die eben das noch nicht haben, wo ich denke, die auch von der Sonneneinstrahlung her gut jetzt auch ausgerichtet sind. Aber dann natürlich auch an Infrastrukturbauten entlang von Autobahnen beispielsweise, Parkplätze, die könnten überdacht werden. Vielleicht nochmal Landwirtschaft, so die Agri-PV finde ich noch ganz eine spannende Geschichte. Also so die Synergien zwischen Landwirtschaft und auch Stromproduktion. Aber immer natürlich mit dem Vorrang von der Landwirtschaft, weil wir haben ja auch noch eine Versorgungssicherheitsfrage, wenn es um Lebensmittel geht, nicht nur bei der Energie. Das sind Interessen, die gegeneinander müssen, auch diskutiert werden und aufgewogen werden. Aber ich meinte, ja, also auch in den Alpen und dort natürlich auch jetzt nicht einfach überall, wo es überhaupt möglich wäre, sondern ich glaube, es ist klar, dass man dort, wo schon Infrastrukturbauten bestehen, dass die sollen den Vorrang haben, sei da, wo schon Tourismus da ist, Seilbahnen beispielsweise, Skilift und so weiter. Und wir natürlich, wenn es um Biodiversität geht oder Naturschutz, wir die Schutzgedanken müssen mitdenken. Und da, wenn ich vielleicht eine Wertung noch machen darf, Biodiversität ist wahrscheinlich dort noch ein bisschen strenger zu handhaben als der Heimatschutz. Sie tönen ja fast wie eine Grüne. Hat man mir auch schon gesagt, ja. Aber ein Punkt gibt es ja gerade, wenn man von Solartechnik redet. Ich meine, dort hat man zum Beispiel wahnsinnige Lieferschwierigkeiten. Wenn man jetzt all die Schürendächer und all die Agrophotovoltaik machen will, ist es überhaupt zeitlich realisierbar, wenn man die Materialien gar nicht bekommt, wenn einem Fachleute fehlen, die das alles installieren können, hängt man da nicht in einem nicht realisierbaren Traum nach? Also ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin auch probiert zu sagen, wo wir zusammen müssen. Oder wir müssen schnell sein und es gibt schon sonst genug Hürden, dass man eben nicht noch in Konfliktzonen rein muss. Ich glaube, wir müssen mal von der Dimension, oder wir rechnen, dass wir 80 Terawattstunden werden brauchen für die Schweiz. Also das geht wirklich, wir werden mehr Strom brauchen, weil wir den Verkehr elektrifizieren, weil wir sehr viel elektrifizieren. Das ist, dort sind wir uns einig. Das heisst, das Ziel ist eigentlich klar, wie viel Ausbau oder Verbrauch wir eben wie werden haben. Und dann haben wir eben, wenn wir schauen, das Potenzial auf den Dächern, das ist 50 Terawattstunden. Wenn man wirklich würde sagen, wir nehmen alle Dächer, die irgendwie gehen, sind nicht alle in der Schweiz, aber auch alle, die gehen, und das macht Sinn. Das wären 50 Terawattstunden. Wenn man schaut, alpine Solaranlagen, dort wären wir bei 40 Terawattstunden. Oder? Also die zwei zusammen, dann hat man es schon. Aber es ist nicht, das ist einfach realistisch, aber es ist nicht realistisch in Bezug auf, was die Menschen vielleicht auch wollen in diesem Land. Aber ich glaube, wenn wir die Dimensionen abhalten, ist dann schlussendlich nur noch die Diskussion vom Winter. Weil dort haben wir jetzt bis jetzt eine Stromlücke.
Also die haben wir seit 10 Jahren, das ist schon nichts Neues. Und ich denke, wir müssen über das reden, dort müssen wir schnell eine Lösung finden. Und das heisst aber, dass wir über die ganzen Speichermöglichkeiten müssen reden. Und ich glaube, was jetzt wirklich dringlich ist, ist, dass wir zusammen schauen, ja, der Ausbau, da haben wir nachher, okay, Fachkräfte, da fehlen uns, die müssen wir schauen, wie können wir schnell rekrutieren, umbilden, Weiterbildungsfonds, nehmen wir die Lieferketten, die schon wieder ein bisschen besser sind, muss man leider sagen, weil der Ansturm gleich nicht ganz so auf dem Niveau ist. Ist geblieben, wie er letztes Jahr sich hat abzeichnet. Aber auch dort haben wir sehr viel Potenzial, wo auch Produktionen oder Zusammenfügen von Teilen zum Beispiel in der Schweiz kann machen. Also die Wertschöpfung ist riesig in diesem ganzen Gebiet. Und da müssten Sie ja dann eben vielleicht noch die Bevölkerung, die dauernd Nein sagt, mit einschliessen und ins Boot holen. Denken gerade im Winter, allenfalls Windkraft. Ich habe einen Artikel gelesen im Tagi, wo es um Zürcher Regionen geht, die möglich wären. Direkt sich tiefen Widerstand. Im Thurgau hat es Gemeindeabstimmungen gegeben, wo man die Mindestabstände so vergrößert hat, dass der Windpark Nonsens wird, zumindest im Moment. Wie holt ihr die Bevölkerung ins Boot? Niemand will irgendwo so etwas in seinem Gärtchen haben. Also ich würde nicht sagen, dass die Bevölkerung immer Nein sagt. Ich glaube, das ist genau das Problem an der Diskussion. Man hat schon beim CO2-Gesetz-Revision eine Partei ist dagegen gewesen. Gegen die Revision hat mit sehr vielen falschen Argumenten argumentiert, hat Angst gemacht der Bevölkerung. Ich meine, dann haben wir über 14 Rappen Benzinpreiserhöhung geredet. Wenn wir jetzt 2 Jahre später schauen, hat man noch viel höhere Benzinpreise gehabt und es hat gar niemand daran gehindert. Also etwa 40 oder 50 Rappen. Genau, also irgendwie hat niemand daran gehindert, das Auto zu fahren. Ich denke, was wir müssen schaffen, ist es, ganz klar aufzuzeigen, was ist auch der Vorteil oder was ist der Gewinn, wenn wir eben jetzt heute vorwärts machen. Weil nach dieser Ablehnung vom CO2-Gesetz-Revision haben ganz viele gesagt, ich bin für mehr Klimaschutz und ja, ich will auch, oder ich bin bereit, mehr zu zahlen. Man hat einfach irgendwie eine völlig falsche Diskussion geführt. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe von Susanne und von mir auch jetzt wieder aktuell wieder beim Klimaschutzgesetz, dass man muss sagen, die Vorteile sind riesig, wir müssen und eben für die Wertschöpfung die Wirtschaft, der Schweiz, es geht gar nicht nur um Klima und Umwelt. Es ist so eine coole Zeit und so eine grosse Transformation, die wir zusammen anpacken können. Und ich glaube, das müssen wir einfach überbringen. Und dann sind die paar, die wirklich noch gegen ein Windrad sind, ja, dann hat man das und dann diskutiert man das und dann baut man es. Also letztlich sagen Sie Business Opportunities wahrnehmen. Und Sie haben vorher auch gesagt, reden wir nicht nur von Wasser und Solar und Wind, sondern man müsste die Speichertechnologien anschauen und alternative Stromquellen. Wenn man es vom Technischen anschaut, Frau Vinzenz, was gehen Sie die grössten Chancen oder wo setzen Sie Ihre Hoffnung drin? Ja, es ist klar, es ist die Speichertechnologie, die sich verbessern muss. Die Alintride hat es angesprochen, es geht ja vor allem auch um den Winterstrom. Oder? Also wir können noch so viel jetzt Solardächer da haben im Mittelland, wo dann der Nebel liegt und so weiter. Wir müssen ja die Winterstromlücke, die müssen wir schliessen. Und da sind natürlich Speichertechnologien entscheidend. Da tut übrigens die Wasserkraft hat da natürlich ganz eine entscheidende Position in dem Zusammenhang, wo jetzt auch mit der Speicherreserve, wo man ja jetzt ein Instrument auch implementiert hat, wo uns da ganz fest hilft. Und da ist natürlich genau unsere Wirtschaft gefordert, oder? Sind unsere Brains gefordert? Und das haben wir schon immer können in der Schweiz, dass wir sehr eben mit der Technologieoffenheit wirklich können vorwärts machen. Und das ist auch ein Teil jetzt vom Klimaschutzgesetz, wo in diesem Bereich auch Förderung vorgesehen von Early Movers, wo sich jetzt wirklich so Technologien dann weiterentwickeln. Genau, Sie haben gesagt Wasserkraft und was denn noch? Ja, die Wasserkraft ist das eine, wo uns eben da dann entsprechend hilft. Aber es sind natürlich auch die Negativ-Emissionstechnologien, wo es auch darum geht, damit wir unser Ziel können erreichen von Netto Null. Also, dass man das CO2 auch wieder aus der Atmosphäre zurücknehmen kann. Auch da gibt es ganz viele Projekte, die schon ganz weit sind. Da sind wir in der Schweiz wirklich an einem guten Ort mit ganz viel sehr innovativen und intelligenten Forscherinnen und Forschern. Also, die Forscherinnen und Forscher
Forscher sind da, müssen wir noch politische Rahmenbedingungen anpassen? Das sind wir dran, ja, entsprechend. Konkret, also wir haben jetzt beispielsweise mit dem Klimaschutzgesetz haben wir ja einen Bereich, eine Massnahme drin, dass man eben Innovationen in diesen Bereich kann fördern kann. Das ist auf 6 Jahre ausgelegt. Da geht es darum, dass die sich schnell bewegen, auch entsprechend die Förderungen überkommen. Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wir haben aktuell, also wir haben ja noch andere Baustellen mit der Schweiz. Und wenn man die Forschung eben schaut, so, wenn wir nicht assoziiert sind bei Horizon Europe, weil wir die ganze Problematik mit der EU und keine Verhandlungen im Moment führen, das ist wirklich sehr schwierig. Kein Rahmenabkommen, genau. Kein Stromabkommen, merci, keine Forschungszusammenarbeit, genau. Kein Austausch. Und wir haben top-innovative Startups, die zum Beispiel aus der ETH rausgehen, wo synthetische Treibstoffe oder eben, eben genau Speichertechnologien wie Wasserstoff oder all das muss man ja wie, das ist eine riesige Chance, weil man technologisch so viel machen kann. Und wenn die aber dann abwandern oder sonst noch immer hergehen in ein anderes Land, es gibt die Ersten, die man eigentlich hier behalten könnte, wenn man würde, ein bisschen Innovation fördern. Und ich glaube, das ist wirklich nicht zu verachten, wenn wir die ganze Speichertechnologie-Diskussion dann werden führen. Also sie setzt sich im Parlament dafür ein, dass man wieder näher an Europa rückt. Ja. Jetzt haben Sie in einem Interview mal gesagt, ich glaube, es ist im Blick sogar gesehen. Sie haben gesagt, wir haben nicht ein Energieproblem, wir haben ein Effizienzproblem. Mhm. Also ich glaube auch, die Diskussion, die wir jetzt führen, zeigt auch, dass wir reden jetzt über Ausbau, Technologie, Innovation, das ist mega wichtig und das ist positiv und das ist auch etwas, wo man sehr einfach erklären kann und eben wenn man muss eine Bevölkerung ins Boot holen, ist das wichtig. Das andere ist eben, der ganze Strom, den wir brauchen, oder auch die Energie, die wir brauchen, die eigentlich unnötig ist, oder wenn wir einfach ineffiziente Geräte haben, dass wir dort unbedingt schauen müssen. Und der Vorschlag von uns Grünen ist dort gewesen, dass man eben Auktionen macht, also die wirklich, also Susan hat vorher gesagt, wir haben jetzt über die Wasserreserven ja, haben wir diskutiert im Parlament, das wird man oder wird man irgendwie eine Lösung finden, dass die grossen Energieunternehmen müssen einen gewissen Teil Wasser behalten, damit wir den im Winter brauchen können. Aber es gibt auch ganz viele Unternehmen, die schon letztes Jahr und vorletztes Jahr wie ein Kauf haben gesagt, ja, ich kann so und so viel Prozent einsparen und das dann wie im Markt geben, weil ganz viel von dem Strom, auch Wasserstrom, ist bereits verkauft. Und mit Auktionen könnte man wirklich schaffen, dass auch die Effizienz, also die Einsparung von Energie, einfach verbessert wird. Und all diese solchen Instrumente, glaube ich, müssten wir schon noch im Mantel lassen, in der neuen Vorlage sind ein bisschen drin, aber dort müssten wir noch viel mehr machen. Also unser letzter Gast im Energy Voices Podcast, Alain Schilly, hat gesagt, das, wo das Parlament jetzt da sich zum Ziel gesetzt hat, was man könnte einsparen, sei kein grosser Wurf. Man könnte bis zu 25% sparen. Hat er recht? Es gibt verschiedene Zahlen in diesem Zusammenhang. Also etwa bei 10% fängt es an, wo die meisten eigentlich als realistisch anschauen. Und dann geht es auf bis 25%. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie meistens irgendwo. Es geht bis 40%. Aber es geht vielleicht so gerne noch weiter. Ist es eine mutlose Aktion vom Parlament? Nein, ich denke nicht, dass sie mutlos war, aber sie war jetzt vielleicht nicht speziell ambitioniert gewesen. Ich glaube, das darf man durchaus sagen. Man hat sich da sehr realistisch wollen, auch entsprechend committen. Aber ich denke, genau da ist das Potenzial da, definitiv. Und auch da einfach mein Appell. Lasst die Unternehmen machen, weil die haben auch ein Interesse daran, genau die Effizienzmassnahmen umzusetzen, weil es ist meistens auch noch, geht es einher mit finanziellen Fragen. Also, wenn man weniger Energie braucht, kostet das auch weniger, macht den ganzen Produktionsprozess unter Umständen dann günstiger. Und da sind sehr viele Bestrebungen da. Und dass man da jetzt mit Auktionen, dem stehe ich sehr offen gegenüber, auch noch ein Instrument würde implementieren, wo eben die unternehmerische Freiheit wirklich auch bestehen lässt. Dann bin ich dabei. Es gibt ja noch ein ganz einfaches Instrument und jetzt werden Sie da gerade auf, nicht juchzen, sondern jucken. Mein Verbot hat an gewissen Orten durchaus Sinn, wenn man die ganz vielen elektrischen Geräte nimmt, die es gibt, wo billige Geräte sind, wo Energieschleudern sind. Ich meine, bei Sicherheit macht man ja auch Standards und sagt, das dürfen vom Markt und das nicht. Müsste man nicht einfach gewisse Geräte, die billig reinkommen, sagen, und das darf nicht mehr auf dem Markt, für das allenfalls die Einfamilienhäusli Schweiz dann halt die energieeffiziente Waschmaschine kauft, dem Klima zu lieb.
Da sind wir natürlich bei einer Grundsatzfrage. Und das ist das, was ich einleitend gesagt habe, was betrachte ich als den grössten Unterschied jetzt zu den Positionen der Grünen. Nein, ich würde eher den Weg wählen, dass eben genau die Geräte, die schädlich sind, einfach nicht mehr interessant sind im Gebrauch, weil sie eben zu teuer sind oder weil es sonst in irgendeiner Form sich nicht rechnet. Ich möchte wirklich die Leute nicht bevormunden. Von dem würde ich definitiv Abstand nehmen und ich vertraue auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen naiv tönt, aber ich vertraue wirklich auch auf unsere Bevölkerung, dass sie das einschätzen können. Ja. Kann man das? Also, schön, wenn Susanne noch vertraut. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun mit der Information, die man hat. Also, man kann schon vertrauen und ich glaube auch an das Gute in den Menschen, oder dass sie eben etwas wollen, wirklich für das Klima machen. Aber ich glaube, sehr viele überlegen sich es gar nicht oder haben die Sensibilität gar nicht und die kommt jetzt langsam. Wenn man grundsätzlich schaut, sind Verbote immer das Beste gewesen für die Umwelt und haben immer eigentlich Innovation ausgelöst. Also wenn reden wir von den Glühbirnen, dann hat es nachher eine LED-Technologie gegeben. Wir haben einfach die ganze Katalysatoren, der FCKW. Es hat uns eigentlich nicht wehgetan. Und Verbote sind eigentlich auch die sozialste Massnahme. Sie gelten für alle. Genau. Und dann können sich nicht die Reichen einfach irgendwie die Umweltverschmutzung in dem Sinn kaufen. Aber sie sind zum Teil halt nicht mehrheitsfähig. Und in diesem Spannungsfeld sind wir drinnen. Ich glaube, wir werden früher oder später sowieso mit dem konfrontiert, weil die EU hat ja Verbrennungsmotoren zum Beispiel. Also es kommen sowieso Verbote. Was ich glaube, ist, was wir jetzt müssen zeigen müssen, und das haben wir jetzt so im neuen Gesetz, dass wir wirklich Anreize schaffen, für das eben zum Beispiel Elektroheizungen austauscht werden. Aber eben, wir haben vorher gesagt, Bevölkerung mitnehmen. Und Bevölkerung mitnehmen tun wir dann, wenn wir mehrheitsfähige Vorlagen zimmern, verhandeln und da gehört Verbot nicht ein. Gut, da würden wir uns jetzt aufschaukeln. Die Zeit ist abgelaufen, meine Damen. Man hat jetzt auch hier noch einmal gesehen, wo ein kleiner Unterschied ist. Eine Schlussfrage bitte, nur noch ein Satz. Der Blick in die Glaskugel. Wie optimistisch sind Sie, dass wir im Winter 2049, 2050 eine sichere und klimaneutrale Energieversorgung erreicht haben? Wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir gestartet haben, bin ich 90% sicher. Ich bin 80% sicher und werde mich dafür einsetzen, dass wir gegen 100% kommen. Susanne Vinzenz und Aline Trede, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Energy Voices. Das ist die Podcast-Serie von der AXPO mit der zweiten von drei Spezialfolgen zum Wahljahr. Wir freuen uns auf Ihr Feedback via Mail auf podcast@axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag Energy Voices. In der nächsten Folge, nächste Woche, begrüßen wir Gabriela Sutter, Nationalrätin von der SP aus dem Aargau, und Christian Imark, Nationalrat von der SVP aus Solothurn.